In London starten wir unsere Tour. Und natürlich besuchen wir als Grenzgänger erstmal den Nullmeridian in Greenwich. An dieser unscheinbaren Linie treffen die westliche und die östliche Hemisphäre aufeinander. Ich heiße Julian und neben mir schlummert Philipp, mein Kameramann, auf dem Flug nach Göteborg. Hier übernehmen wir unser Campmobil, unser neues Zuhause für die nächsten 2 Wochen. Die Sonne scheint und wir cruisen durch eine wunderbare Gegend. Oh, machst du noch? Jetzt genau sind wir die ersten 200 Kilometer gefahren. 200 Kilometer sind wir jetzt unterwegs und so langsam gewöhne ich mich an diesen riesen Apparat. Wir fahren jetzt von Göteborg kommend Richtung Eidfjord und Geirangerfjord. Dann bis hinauf nach Trondheim. Weiter nördlich verlassen wir Norwegen und fahren durch Schweden und dann via Alta in Norwegen bis zum Nordkap. Den ganzen Tag durch solche Landschaften zu fahren, ohne pünktlich irgendwo sein zu müssen, ist für mich ungewohnt, aber auch total schön. In Eidfjord wird es dann nass und kalt und dazu ziemlich abenteuerlich. Aber so ist es in Norwegen, deswegen wollte ich schließlich auch hierher. Und nur im warmen Camper den Hintern platt zu sitzen und die Traumlandschaften draußen an uns vorbeiziehen zu lassen, war nicht der Plan. Genauso wenig wie unser Auto mitten auf der Straße putzen zu lassen. Wir sind Freunde jetzt. Gute Freunde sind wir geworden. Ne? Am Sognefjord, dem tiefsten Meeresarm Europas, geben wir das Steuer gerne aus der Hand und setzen mit der Fähre über. Immer auf dem Weg weiter nach Norden. Hier im wilden Fjordland Norwegens zeigt sich die Natur wie eine einzige riesige Filmkulisse. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht, Richtung Nordkap.